Alles cool. Ja, boah, ich liebe ja Fußgeruch von Hunden. Das riecht nach Popcorn, ohne Scheiß. Jeder von euch weiß das, Hundepfoten riechen nach Popcorn. Wer seinem Hund auch gerne an den Pfoten riecht, bitte in den Kommentaren reinschreiben. Es riecht nach Popcorn. Also für mich riecht es nach Popcorn. Warte. Nicht abhauen. Wie schafft es die Futterindustrie, Trockenfutter, wo jetzt Fisch drin ist, 2 oder 3 Jahre haltbar zu machen, ungekühlt unter der Spüle? Bodybuilder. Bodybuilder essen Hähnchen, Kartoffeln oder Reis, Brokkoli und tun Olivenöl mit rein oder Leinöl. Warum? Weil die geben dem Körper nur das, was er braucht. Komm mal her, Chiro, komm mal zum Chiro. Chiro, komm mal zum Chiro. Komm mal her, Schatz. Ja, fein. Wir müssen einmal Hallo sagen, damit die Leute auch wissen, wer du bist und was wir machen. Hallo Leute, das ist der Chiro, der wird jetzt von mir behandelt. Und das ist seine Mama, sein Frauchen. Und sie erzählt uns einmal, was für Probleme Chiro hat. Genau, und zwar konnte Chiro vor circa 2 Wochen kaum laufen, hatte extreme Schmerzen, vor allem im hinteren Bereich. Dann gingen wir zum Arzt, dass er hat nicht gegessen, weder getrunken, gegessen, nichts. Sind wir zum Arzt gegangen und sie meinten Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Ja. Wurde dann medikamentös mal eingestellt. Und musste 5 Tage geschont werden. Also wir mussten ihn immer tragen, er durfte nicht laufen, nicht. Jetzt im Moment etwas besser. Und ist ein bisschen besser geworden. Genau. Dann dachten wir, eine Operation kommt für uns nicht in Frage. Weil also sie hat meinten, der Tierarzt schon genau, gesagt, er muss operiert genau. Werden. Im schlimmsten Fall ja, müsste er dann operiert werden. Es gibt keine andere Lösung und dann sind wir. Habt ihr vielleicht die Röntgenaufnahmen mit? Wurden Röntgenaufnahmen Nein, gemacht? Es wurden keine gemacht. Also es Nein. wurden keine Röntgenaufnahmen Nein, gemacht, aber der Tierarzt hat gesagt, er muss operiert werden. Genau, okay. Ja. Ja. Okay. Das wäre okay. Dann der nächste Schritt, Aufnahmen und dann quasi die Operation. Okay, dann lauf mal ein bisschen, mein Schatz. Das ist dein Zuhause jetzt. Du kannst alles machen, bis auf Kaka machen und Pipi machen, okay? Hallo, geht's dir gut? Ja, oh, was hat der Onkel denn hier? Ja, Mama, sieht sie? Feini. Oh, der hat voll das schöne Gesicht. Das sieht aus wie so ein kleiner Bärchen. Nein, weißt du, wie der aussieht? Kennt ihr die Gremlins? Kennt ihr die Gizmo? Sagt euch das was? Nee. Der sieht aus wie Gizmo. Hallo Gizmo. Oh, das schmeckt. Ja. Das schmeckt. Du kriegst nie was zu essen zu Hause, ich weiß. Du kriegst keine Liebe. Du kriegst nichts zu essen. Du lebst einfach wie Harry Potter unter der Treppe, ne? Ja, ich kenne das. Ja, bei mir ist das auch so. Aber du kaust, das machst du sehr gut, Schatz. Fein. Normalerweise sind das ja wie so Dyson-Staubsauger. So. Genau. Aber Chiro, jetzt erzähl mal. Den kriegst du gleich. Jetzt erzähl mal. Was hast du für Probleme? Was hast du gemacht? Ja. Kam das einfach von heute auf morgen? Wusstest du selber nicht, was passiert ist? Nein? Danke, dass du mich wieder angerotzt hast, du Ekligen. Krieg ich einmal dein Popo? Ja, ich muss einmal an dein Popo, Schatz. Ja, denkst du dir auch, Alter. Alle wollen an meinen Hintern. Ich krieg erst was zu kauen und dann will er an meinen Hintern, der Typ. Okay, ich taste erstmal die Wirbelsäule ab. Mhm. Um zu gucken, ob da irgendwelche Unebenheiten sind oder Schmerzpunkte. Soll Mama mit auf den Teppich? Ja? Okay. Er fühlt sich ein bisschen alleine, du musst mit auf den Teppich kommen, bitte. Ja, genau. Dann halt ihn vorne ein bisschen fest, streichel ihn. Und das kam von heute auf morgen, ne? Ja, das genau. Hatte er noch nie zuvor oder nee. Gab es schon mal sowas Ähnliches? Nee, so in dem Fall nicht, nein. Also ihr seid nach Hause und ihr habt gesehen, er konnte nicht mehr laufen. Also wir haben am Sonntag einen Spaziergang gemacht, einen längeren, aber nicht irgendwie ausgepowert oder so, ganz normal, gemütlich. Und am Montag, also am nächsten Tag, hat es dann angefangen. Ah, dein Akzent kommt aus der Schweiz, ne? Ja. Siehst du? Wusste ich. Genau. Grizi. Genau. War das die Schweiz? Ja. Ja. Grizi? Ja. Okay. Grazie, ja. Ich habe mich jetzt blamiert. Letztens hatte ich einen Kunden hier, sagte so zu mir, der Eiffelturm steht in London. Fast. Okay, guck mal hier. Er hat einen Beckenschiefstand. Ne? Gib mal kurz deine Hand, ich zeig dir das gerne. Nein, Chiro, genauso wie gerade. Bleib, Schatz, das war gerade gut. Guck mal, hier geht's rein. Und hier ist der Knochen oben. Ah ja. Ja, merkst du? Krass, ja. Das kann passieren, weil ich sage immer, Hunde sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber die leuchten. Ja. Wenn er versucht, seinen Schwanz zu fangen, den er ja nicht hat, ja. Ne? Dann laufen die immer so, dann rennen die im Kreis und dann kann es sein, dass sie sich hier dann quasi einknacksen, ah, okay. Ne? Sich dann quasi verletzen. Ja. Ne? Hier an der Stelle ist auch ein bisschen dick, ne? Das ist dann wie so ein blauer Fleck. Okay, gucken wir erstmal nach den Pfötchen.
warte, warte. Jo, alles gut, alles gut. Ja, ja, warte, warte, warte. Hallo, 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 hallo. Keine Panik, keine Panik. Ja, 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 warte, 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 noch ein. Warte. Alles gut. Okay, da ist alles gut. Jetzt die andere Seite, Schatz. Oh. Oh. Alles gut. Oh. Alles gut. Zeig mal, riechen die nach Popcorn? Ja. Boah, ich liebe ja Fußgeruch von Hunden. Schön, das riecht immer richtig, das riecht nach Popcorn, ohne Scheiß. Jeder von euch weiß das, Hundepfoten riechen nach Popcorn. Wer gibt mir dazu? Wer seinem Hund auch gerne an den Pfoten riecht, bitte in den Kommentaren reinschreiben, es riecht nach Popcorn. Also für mich riecht es nach Popcorn. Oh Schatz, das wird dir gleich richtig wehtun. Du darfst mich aber nicht hassen, okay? Ja? Ich lade dich danach auch ein. Wir gehen Burger essen oder Döner essen. Döner? Ja, Döner? Okay. Okay, dann lass ihn noch mal ein bisschen laufen. Ich gebe dir ruhig ein Leckerli, dass er ein bisschen vor der Kamera ein bisschen läuft, damit wir einmal sehen können, wie sein Stand ist, wie sein Gang ist. Was bedeutet Chiro? Sitz. Hübscher. Hübscher? Hübscher. Oh, hübscher ist er auf jeden Fall. Passt zu ihm, oder? Ja, passt. Guck, wie schön der ist. Ich glaube, wärst du Single, wäre das ein Frauenmagnet. Ich glaube, der ist Frauenmagnet. Der ist Frauenmagnet. Wenn du mit dem spazieren gehst, Frauenmagnet. Ich schwöre. Ja. Ne, Chiro? Ja. Seid ihr verheiratet? Ja, ne? Ja. Chiro, schade. Hättest du Papa ein bisschen helfen können. Ja. Chiro. Oho, oho. Was hast du gemacht? Hast du gut gemacht. Kannst du hier gleich wischen. Guck mal, wie er steht wie ein Krieger. Okay, Mama, einmal bitte nach da, weil du musst ihn festhalten. Kann sein, dass er jetzt gleich mutiert. Weil ich hänge nämlich jetzt ein. Kannst du ruhig filmen? Weil manchmal machen die... Chiro, Achtung. Jo, alles gut. Jo, alles gut. Gut festhalten, ne? Er darf sich nicht so viel bewegen. Alles gut. Ja, Nummer 1. Achtung, Schatz. Ja, das tut ihm schon weh. Okay, Entschuldigung, Schatz. Du hast gleich geschafft. Ja. Gut. Ich muss dich einmal hochheben. 3, 2, 1. Oh. Oh, Chiro, jetzt bist du ganz groß. Ja, okay, 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 okay. Das tat weh, ich weiß, alles gut, alles gut. Warum machst du das ja? Warum? Komm her, Chiro, wir sind noch nicht fertig. Komm her. Chiro, guck mal hier. Guck mal hier, Mäusele. Guck mal hier, Mäusele. Oh, guck mal, Mäusele. Wow. Oh, das ist meine Hand, danke. Hab ich dich veräppelt. Warte. Warte, 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 warte. Ja, okay. Gut. Gut, gut, ja. Ja, hör auf, deine Zähne zu zeigen. Du hast weiße Zähne, ich weiß. Warte, warte, dann dreh dich andersrum, wenn du dich nicht umdrehen willst, dann bleib so. Warte, 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 nicht abhauen. Ja, jetzt geh, tschüss, tschüss. Chiro, guck mal hier, komm mal hier. Komm her, hast du gut gemacht. Er muss nicht operiert werden. Nee? Nein, nein, Beckenschiefstand. Ihr macht jetzt Folgendes. Ja. Gut. Ihr macht jetzt Folgendes. Heute und morgen nur Pipi-Kaka machen. Eine Woche schonen. Was kriegt er zu fressen? Trockenfutter. Du musst für ihn anfangen zu kochen. Ist das okay? Zu kochen? Ja. Ja.
6 bis 8 Wochen kochst du für ihn, weil er hat hinten Muskulatur abgebaut, ne, durch die Schonhaltung. Das bedeutet, wenn der Körper in eine Schonhaltung geht, baut er halt Muskulatur ab. Ne, das merkst du ja auch. Er trinkt ja auch sehr, sehr viel. Ne? Das ist halt, um das Trockenfutter zu verdauen. Ihr könnt ja mal zu Hause ein Experiment machen. Du nimmst mal so eine Handvoll Trockenfutter, tust es in eine Schale von Wasser, das wächst auf das Vierfache. Das ist nicht gut. Warum? Okay. Weil der Körper ist ja damit beschäftigt, die wichtigen Organe mit Flüssigkeit zu versorgen. Ja. Herz, Leber, Niere, Lunge, das Gehirn. Was macht der Körper? Er entzieht der Muskulatur die ganze Flüssigkeit, um die Nahrung zu zersetzen. Und dadurch kriegt der Hund dann Probleme in der Muskulatur. Die Muskulatur ist dann nicht mit Flüssigkeit versorgt. Und der Muskel ist ja der Airbag für den Wirbel. Ne? Und wenn du jetzt für ihn kochst, sage ich dir, das dauert 4-5 Wochen, hat er einen Arsch wie Tina Turner. Ne? Macht er so, Baby, Baby, Baby. Ne? Und das ist auch viel besser für ihn. Erstens, okay, er stinkt dann nicht. Ja. Zweitens, kein Mundgeruch. Und sein Hautbild verändert sich. Ja. Was du auch noch machen kannst, ich habe jetzt Magen-Darm-Pulver und Gelenkpulver rausgebracht. Genau, für ihn bestellt ihr beides. Das Magen-Darm-Pulver gibst du ihm morgens, ein Viertel, da ist ein Messlöffel drin, schreibe ich dir jetzt gleich alles auf, ein Viertel ins Futter. Das ist dafür, dass der Magen sich wieder komplett beruhigt, weil er hat auch Sodbrennen. Ne? Morgens Übelkeit, er spuckt dann halt oder kotzt dann so gelbe Gülle und frisst halt viel Gras. Ja. Das hat immer ein Zeichen dafür, dass ein Hund Sodbrennen, dagegen hilft das Magen-Darm-Pulver. Was dagegen noch hilft, ist die eigenen Magenkulturen. Die Bakterien, die bilden sich wieder neu. Ja. Das heißt, der Stuhlgang ist wieder ganz normal, er stinkt mich nicht mehr aus dem Mund und er kann ganz normal die Nahrung zersetzen. Das Gelenkpulver ist dafür zuständig. Auch wir Menschen haben ja eine Gelenkschmiere. Die wird wieder vollkommen zurück, also wieder komplett hergestellt durch das Gelenkpulver. Das ist kein Prozess, was in Wochen überdauert, sondern das dauert schon so 3 bis 4 Monate. Und du wirst direkt am Gangbild erkennen, nur durch das Pulver, dass es deinem Hund besser geht. Okay. Er wird wieder spielen, er wird wieder springen. Und gerade bei Hunden, wenn die Arthrose haben, beugt es halt vor. Ja. Es kann Arthrose nicht heilen. Heilen kannst du das nicht, sonst würde ich auf Jamaika oder auf Bali leben. Ja. Ne? Mit 2 Kokosnüssen in der Hand, da eine schlürfen, da schlürfen, dann bist du durch. Ne? Aber es sorgt dafür, dass die Arthrose, wenn die sich schon fortgeschritten hat, einfach in dem Stadium bleibt. Es wird nicht mehr schlimmer. Und der Hund muss nicht operiert werden. Okay. Ich schreibe dir das jetzt alles auf. Ja. Was wiegt Chiro momentan? 12,5 Kilo waren Oha, es, glaube ich. Du Fettsack, Land. Du Fettsack. Du Fettsack. 12 Kilo wiegst du, Fettsack. Problem, ich meine, war ein Problem mit dem Futter. Wir hatten sehr lange... Ja, das kommt durch den... Genau, guck mal. Futterunverträglichkeiten, Allergien, das sind alles ein Zeichen dafür, dass der Magen nicht funktioniert. Ja. Deswegen die Probiotika, also deswegen das Magen-Darm-Pulver. Ich garantiere euch, wenn ihr das 3 bis 4 Wochen macht, sein Magen ist wieder komplett und er kann alles wieder fressen. Und das ist leider bei den Hunden Laufe der Jahre durch das Trocken- und Nassfutter passiert. Weil ich frage dich jetzt, wie kann das sein? Im Trockenfutter ist Fleisch drin, richtig? Nein, Fisch. Fisch. Lachs. Okay. Lachs. Sogar noch besser. Guck mal, sogar noch besser. Ist Lachs drin, ne? Ja. So. Nehmen wir mal an, ihr ladet mich, ihr sagt, ey Murat, du bist so eine coole Sau, komm in die Schweiz, wir laden dich zum Essen ein. Du sagst, wir machen Lachs mit Kartoffeln und Spargel. Ich sag aber, ey, ich kann nicht kommen. Wie lange hält dieser Lachs im Kühlschrank? 4 Tage? Dann ist er schlecht, ne? So, wie schafft es die Futterindustrie, Trockenfutter, wo jetzt Fisch drin ist, 2 oder 3 Jahre haltbar zu machen, ungekühlt unter der Spüle? Wie schafft die das? Nur mal so im Hinterkopf behalten, das ist Fleisch oder Fisch. Und du musst überlegen, und der Magen ist damit beschäftigt, diese Substanzen, ich sage immer Substanzen zu Trockenfutter, zu verarbeiten. Ne? Und der Magen geht dann halt kaputt. Hast du schon mal einen Wolf gesehen, der Allergien hat? Nein. Hast du schon mal einen Wolf gesehen, der ständig Durchfall hat? Nein. Weil der Hund stammt ja vom Wolf ab. Ja. Man muss halt den Ursprung sehen. Ne? Die fressen ja rohes Fleisch. Mhm. Ne? Warum kann das unser Hund nicht? Und viele sagen auch immer, das ist eine Qualzucht. Was willst du jetzt machen? Du hast dich in diesen Hund verknallt. Und sagst jetzt, okay, das ist eine Qual. Was willst du machen? Sollst du jetzt sagen, du liebst ihn jetzt weniger? Das ist ein volles Familienmitglied. Das ist der beste Freund von deinem Sohn. Mhm. Das ist dein bester Freund, dein bester Freund. Wenn ihr Stress habt, gehst du zu Chico, sagst, ey, Chico, er hat so und so gemacht. Und wenn sie bei dir sagt, ey, Chico, er hat so und so, verstehst du? Das ist ja euer Familienmitglied. Deswegen rate ich immer, ich bin kein Tierarzt, ich rate aber wirklich durch die Erfahrung, die ich die Jahre jetzt gesammelt habe, kocht für euren Hund. Und was kochen? Das schreibe ich dir jetzt auf. Ah, okay. Ihr probiert das einfach aus. Stell dir mal vor, guck mal, bestes Beispiel jetzt, BaFin. Du gehst jetzt zum Supermarkt und kaufst dir irgendwie ein Fleisch. Setz dich an den Tisch, holst Messer und Gabel und isst es roh. Deine Frau denkt, was machst du? Aber das Gleiche beim Hund. Er kennt das nicht. Hättet ihr von Welpenalter das gemacht? Kein Problem. Aber jetzt,
Er ist ja schon zwei. Mhm. Er hat ja die Laufe der letzten 2 Jahre gelernt, verarbeitetes Futter zu sich zu nehmen. Mikro- und Makronährstoffe, die schon verarbeitet sind. Mhm. So, und jetzt muss sein Körper die Eiweißquelle aus dem Fleisch ziehen, die er gar nicht, ist er ja gar nicht gewohnt. Ne? Und gib mal deinem Hund jeden Tag Lachs. Ich glaube, da musst du Scheich von Dubai sein, Alter. Ne? Weißt du, wie teuer Lachs geworden ist? Ich glaube, 100 Gramm kostet mittlerweile 7 Euro. Ja. Und bei dem Fettsack 12 Kilo, da brauchst du locker 250 Gramm. Fettes Schwein. Bezahlst du fast 30 Euro am Tag für den nur für sein Essen. Deswegen, ich rate immer Schonkost. Schonkost ist Hähnchen, Kartoffeln, Brokkoli. Dann tun wir ein bisschen Olivenöl mit rein. Mhm. Jetzt sag mir mal nochmal, welchen Menschen oder egal welche Lebewesen auf dieser Welt, was du kennst, ist das Futter, was ich euch aufgeschrieben habe? Oder was ich euch aufschreiben werde? Keine. Bodybuilder. Ah. Bodybuilder essen Hähnchen, Kartoffeln oder Reis, Brokkoli und tun Olivenöl mit rein oder Leinöl. Warum? Weil die geben dem Körper nur das, was er braucht. Guck mal, jeder sagt immer, ah, da fehlen Vitamine oder Nährstoffe. Also das Essen, was Bodybuilder essen, ist ja hochqualitativ, ist ja für den Körper. Und das habe ich halt übernommen. Und mein Hund kriegt das seit 4 Jahren und er hat keine Probleme. Wir gehen alle 6 Monate zum Tierarzt, es wird Blut abgenommen, er hat astreine Werte. Ich lasse ihn jedes Jahr einmal röntgen, um die Knochendichte zu sehen. Ist nichts verändert, alles gleich. Deswegen, wenn ihr ihm das kocht, du guckst, 8 Wochen, das ist immer so Umstellung. Ich weiß nicht, wie ihr arbeitstechnisch unterwegs seid oder wie lange Chico zu Hause ist, ob du überhaupt die Möglichkeit hast. Aber versuch das mal 6 bis 8 Wochen zu machen und ich garantiere dir, ihm wird es danach viel, viel besser gehen. Okay. Dann gibst du ihm das Magen-Darm-Pulver von mir und das Gelenkpulver schreibe ich dir auch auf, wie du das dosierst. Bestellst du am besten über die Homepage. Ja. Das ist www.bonesense.de. Da ist ein Shop oben links verknüpft. Mhm. Da drückst du dann drauf, kannst beides Pulver bestellen. Und wir liefern auch in die Schweiz aus. Sehr gut. Okay, ich schreibe dir das an. Chico, du fettes Schwein. 12 Kilo Maschala. Okay. Machen wir Hähnchenbrust. Okay, das ist einmal die Ernährung. So sieht das Ganze aus. Kein Hexenwerk, passt alles auf einen kleinen Zettel. So, das ist einmal Hähnchenbrust, 200 Gramm, süße oder normale Kartoffeln, 180 Gramm. Dann tust du Möhren, dazu eine Möhre und Brokkoli, 40 Gramm. Tipp von mir, das ist auch gut für dich, kriegst du mehr Küchenutensilien jetzt. Okay. Du holst dir so einen großen Topf von Teflon. Ne? Genau, unbedingt. Diese große, gute Marke brauchst du, weil sie braucht das jetzt, oder? Sie braucht das jetzt. Musst du kaufen, Kreditkarte. Kannst du heute bestellen, kommt morgen über Genau. Ne? Vielleicht brauchst du auch 2 Töpfe, weil wenn eine in Spülmaschine ist, musst du den anderen... Genau. Ne? Tust du alles in den Kochtopf rein, lässt es 30 Minuten kochen. Mhm. Ja, so bei 5. oder 6. Stufe. Ja. Ja, dann nimmst du es runter. Dann lässt du das abkühlen. Das hier ist jetzt eine Mahlzeit. Also das ist für den ganzen Tag. Mhm. Also das ist jetzt die Mahlzeitration für einen Tag. Ihr teilt das auf 2 Mal auf. Ihr kriegt morgens nach dem Spaziergang und abends nach dem Spaziergang. Nach dem. Und dann tust du pro Mahlzeit einen halben Esslöffel Olivenöl mit rein. Einfach halbe Esslöffel. Ihr Italiener wisst, Olivenöl. Genau, haben wir, ja. Und dann schreibe ich dir jetzt noch auf wegen dem Magen-Darm-Pulver. Pulver gibst du ihm 1/4 vom Messlöffel nur ins Frühstück. Und das Gelenkpulver gibst du ihm abends, bevor er schlafen geht, auch ins Essen einfach. Ja. Da gibst du ihn auch 1/4 ins Futter. Nur abends. Herzlichen Dank. Gerne, gerne. Chico. Chiro. Jetzt sage ich, wie komme ich jetzt auf Chico? Chico. Chiro, komm mal her. Chiro. Ja, ja, dann würde ich auch nicht kommen. Dann würde ich dich beim falschen Namen nennen. Komm her, Schatz. Leute, das ist nicht Chico, das ist Chiro. Chiro hatte Probleme im Lendenwirbelbereich und so wie ich jetzt gerade noch rausgehört habe, hat er eine Futteranverträglichkeit. Die kriegen wir jetzt in den nächsten Wochen wieder hin. Chiro, willst du irgendwas sagen? Wie fühlst du dich? Sag mal Tschüss und sagst, ey Leute, Kanal abonnieren und das Video liken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jederzeit in die Kommentare schreiben. Tschüss!